Hallo Kackbratzen. Bam, 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 bam. Wer kann sich nicht an Spiele wie Theme Park oder Rollercoaster Tycoon erinnern? Roll up for the greatest show on earth! Es ging zwar im Prinzip darum, den weltbesten Vergnügungspark oder die coolste Achterbahn des Universums zu bauen, aber die wahre Freude kam dann im Endgame auf, indem man so vielen Leuten wie möglich ihren Ausflug vermiesen konnte. Insgesamt war aber Rollercoaster Tycoon noch ein klein wenig lustiger als die eher trockene Vergnügungspark-Simulation, was wohl am wunderschönen Bauchgefühl liegt, das einem diese haarsträubenden Konstruktionen aus Stahl vermitteln. Man schraubte sich ein Ding mit möglichst vielen steilen Abfahrten zusammen, gefolgt von sehr engen Haarnadelkurven und vielleicht noch ein paar Korkenzieherschrauben, mit denen man sich dann das Frühstück nochmals rückwärts durch den Kopf gehen lassen kann. Leider ist eine Simulation auch nur eine Simulation, womit es leider nur beim optischen Effekt bleibt und keine weiteren Nebenwirkungen zu befürchten hat. Außer es wird einem schon beim Hinsehen schwummrig. Lustiger Fun Fact: Ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt, aber ich habe festgestellt, dass es mir mit PlayStation VR 2 Spielen schon nach kurzer Zeit absolut dreckig geht. Egal ob Horizon Call of the Mountain, Resident Evil oder in einem jeden anderen Spiel, in dem man sich zwar fortbewegt, aber mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht, erzeugt in mir binnen weniger Sekunden einen unglaublichen Stress mit heftigen Schweißausbrüchen, so als ob ich die letzten zwei Nächte durchgesoffen hätte. Alle anderen Spiele, in denen man nur mit den Kackbratzen rumfuchtelt, gehen in Ordnung. Und das finde ich ziemlich kacke, da ich mit voller Schande gestehen muss, dass ich aus besagten Gründen die genannten VR-Spiele bis heute nicht zu Ende gespielt habe. Ich würde mal gerne wissen, ob es nur mir so geht oder ob auch ihr bei PSVR 2 Spielen eine Kotztüte neben euch hinstellen müsst. Aber ich schweife ab. Achterbahnen sind jedenfalls toll und wenn man in einem Spiel damit Leute foltern kann, dann ist es der beste Spaß, den man überhaupt haben kann. Und dieselbe Idee hatte vermutlich Ende der 90er Jahre auch die japanische Firma Haku Odo. Es war eher eine Marketingagentur und keine Spieleschmiede, weshalb man somit insgesamt nur zwei Spiele auf den Markt brachte. Nur für die PS1 und dann auch nur exklusiv im Land der aufgehenden Upskirt-Fotografie. Das eine war das 1999 veröffentlichte Rollenstrategiespiel Himiko den Ränge, das auf dem gleichnamigen Anime basiert und das 1997 veröffentlichte Mad Panic Coaster, also das Spiel, um das es sich heute drehen wird. Wie immer kann ich mir vorstellen, dass kein Schwein von euch jemals auch nur einen Furz von diesen exzellenten Perlen gehört hat. Mad Panic Coaster lässt sich im Prinzip ganz einfach erklären. Habt ihr alle das Minen-Achterbahn-Level aus Donkey Kong 64 im Kopf? Guti, denn genau das erwartet euch in Mad Panic Coaster, allerdings mit noch mehr Chaos und sehr, sehr vielen Explosionen. Diese echte Achterbahnfahrt der stressigsten Gefühle aller Zeiten ist im Prinzip ein Rail-Shooter. Das Ziel besteht darin, drei Runden in einem höllischen Spießrutenlauf zu überleben, das als lustige Achterbahn getarnt ist. Es geht nicht einmal darum, einen Highscore zu erzielen oder den Kurs in der schnellsten Zeit zu beenden. Im Grunde geht es schlicht und einfach darum, diese Tortur zu überleben. Ein wenig schade ist, dass man quasi direkt ins Eingemachte geht, sobald man die CD ins Laufwerk stopft. Wer sich für die Hintergrundgeschichte interessiert, muss wohl oder übel das Handbuch lesen. Da das aber voller wirklich tollen Illustrationen ist, ist das alles halb so wild. Ich fasse euch aber trotzdem mal die Story kurz zusammen. Mad Panic Coaster erzählt die Geschichte von einem gewissen Dr. Jones, der für seinen missratenen Sohn die beste Achterbahn der Welt bauen wollte. Leider kam es irgendwie zu einem Unfall und der gute Doktor verwandelte sich in einen schrecklich entstellten Zombie-Biomutanten. Noch viel schlimmer war, dass sein Sohn sich absolut keinen feuchten Dreck um die Achterbahn seines Vaters scherte, womit dem Doktor einige Sicherungen durchknallten. Er baute zwar immer noch Achterbahnen, aber eher jene, die vom TÜV wohl niemals eine Zulassung bekommen würden. Da nun diese von einem offensichtlich geisteskranken entworfenen Achterbahnen natürlich nicht einfach vor sich hinrosten dürfen, da es weder Sicherheitstests gab und noch dazu es keinen Idioten gibt, der sich freiwillig für eine Testfahrt melden würde, hatte der gute Doktor eine Idee. Und hier kommen nun die Protagonisten ins Spiel. Aus nicht ganz freiwilligen Stücken wurden nun die beiden Schüler Bakuyan und Kyako in den Vergnügungspark geworfen und haben nun die zweifelhafte Ehre, 15 höllische Achterbahnen zu überleben, ganz ohne Netz, doppelten Boden oder richtigen Schienen. Im Prinzip gilt es nun, den Wagen mit dem Steuerkreuz so gut es geht auf der Bahn zu halten. Und da das alleine zu langweilig ist, hat der Doktor noch eine Menge Monster und Fallen eingebaut, die es entweder zu vermeiden gilt oder man eben von der Strecke pusten muss.
Das Mädel im Team löst mit der Quadrattaste Langstreckenangriffe aus, während ihr kleiner Freund mit einem Druck auf die Kreistaste Explosionen auf kurze Distanzen auslösen kann. Wer von der Strecke fällt oder von einem Objekt getroffen wird, verliert etwas von seiner Gesundheit und sollte die gegen Null gehen, muss das Level von vorne gestartet werden. Ziel ist es, 3 Runden lang zu überleben und hat man es geschafft, 3 Achterbahnen ohne ins Gras zu beißen zu überstehen, steht ein Bosskampf an. Grundsätzlich sind diese Bosskämpfe nicht besonders schwierig, nur fressen sie mehr Explosionen als normale Gegner. Alternativ muss man ebenfalls 3 Runden dieser Höllenfahrt überstehen, um einen Boss gewinnen zu können. Das hört sich vielleicht nicht alles wirklich schlimm an, aber ab dem Moment, in dem man sich in den Wagen setzt, entfaltet sich das Gameplay des Grauens. Es scheint absolut unmöglich zu sein, auch nur ein paar Sekunden lang seinen Wagen auf den Schienen zu halten. Hilflos wird man herumgeschleudert, da man auch scheinbar kein Gefühl über die Steuerung hat. Man wird also erstmal sehr viel Zeit damit verbringen, den Wagen sicher durch das Level zu führen. Gleichzeitig darf man aber auch nicht vergessen, wie ein Gestörter auf die beiden Angriffstasten einzuhämmern, um auch möglichst alle Feinde von der Bahn zu ballern. Snake, are you okay? Snake? Snake! Zum Glück ist das Zielen nicht unbedingt wichtig, denn es reicht, wenn man nur irgendwie einen Feind mit einer Explosion in den Tod reißen kann. Wer aber durch das Spiel kommen möchte, benötigt unheimlich schnelle Reflexe. Die Strecke rast mit einem Affenzahn über eure Netzhaut. Sprünge, schnelle Links- und Rechtskurven wechseln sich im Sekundenbruchteil ab und wer nicht alle 5 Synapsen beisammen hat, wird vermutlich keinen Blumentopf gewinnen. Die Lenkung ist die reinste Folter und Hektik pur und wenn man mit einem epileptischen Anfall zitternd auf dem Boden zusammenbricht, muss man noch die unglaublich stressige Musik über sich ergehen lassen, mit der eure Gehörgänge pausenlos zugeballert werden. Mad Panic Coaster macht seinen Namen wirklich alle Ehre. Vermutlich ist es einfacher, eine Herde wild gewordener Elefanten auf Crack sicher durch einen Porzellanladen zu führen, als eine Runde auf dieser teuflischen Achterbahnfahrt ohne Krämpfe im Hirn und in den Händen zu überstehen. Aber genau das, meine Kackbratzen, ist japanische Videospielkunst in Reinform, die es leider heute in dieser Form nicht mehr gibt. Und man wird auch nicht dem absolut beschissenen Gameplay die Schuld geben. Stattdessen fragt man sich, wie kackdumm man selbst ist und wird wieder und immer wieder das Level neu starten, mit der Hoffnung, irgendwann wenigstens ein Rennen zu gewinnen. Aber Mad Panic Coaster kennt keine Gnade. Es zerfetzt eure Seele, spuckt auf euren Geisteszustand und verwandelt euer Selbstwertgefühl in einen Haufen Asche, das das Spiel dann mit einem besonders kräftigen Strahl Pisse in den Abfluss spült. Die visuellen Effekte mögen heute vermutlich etwas angestaubt wirken, aber grundsätzlich hat man sich wirklich sehr viel Mühe mit dem Design gegeben. Die Level bestehen allesamt aus mundgeblasenen Polygonen, während unsere Helden und andere Charaktere aus stilisierten Sprites bestehen. Die verschwommenen Hintergründe und die albtraumhaften Landschaften fangen wirklich das Gefühl ein, als säße man in einer höllisch schnellen Geisterbahn. Und mit all der Action, die auf den Bildschirm gezaubert wird, kommt die PS1 nie ins Stottern, was wirklich absolut bemerkenswert ist. Es gab leider nie eine Fortsetzung oder ein Remake mit einer besseren Grafik, aber meiner Meinung nach würde dann das Konzept komplett auseinanderfallen. Das Spiel funktioniert deswegen so gut, weil es diesen knusprigen Look hat. Alles wirkt so rau und unmittelbar. Das Spiel ist so unfassbar schnell, dass man weder die Entfernungen zum Feind einschätzen kann, noch dass man kaum Zeit hat, auf das zu reagieren, was einem hinter der nächsten Kurve oder einem Sprung erwartet. Man hat auch keine Zeit zum Nachdenken. Das würde auch überhaupt nicht funktionieren. Man muss und sollte sich voll und ganz auf seinen Instinkt und seine Reflexe verlassen. Wer also in seiner Kindheit hauptsächlich Lack gesoffen hat, wird auf arge Probleme stoßen. Solltet ihr keine Angst vor Schmerzen haben und einen Blick auf das Spiel werfen wollen, habe ich trotzdem eine sehr schlechte Nachricht. Wer eine gut erhaltene Kopie auf eBay schießen möchte, wird einige 100 Schleifen locker machen müssen. Ich will jetzt niemanden zu einer Straftat ermutigen. Aber in Fällen wie diesen hier ist es immer eine Erleichterung, dass man bei seinem Händler des Vertrauens in Romhausen ebenfalls noch ein gut erhaltenes Exemplar finden wird. Aber Mad Panic Coaster muss man einfach mal selbst erlebt haben. Das Video hier kann den Rausch der Geschwindigkeit einfach nicht glaubhaft vermitteln. Man muss sich selbst ganz nah an den Bildschirm hocken, bis man die Pixel auch riechen kann. Denn jeder Meter, den man zwischen sich und dem Bildschirm aufbaut, kann sich schon negativ auf die Reaktion auswirken. Die Tatsache, dass der Schwierigkeitsgrad am Ende absurde Ausmaße annimmt, könnte ein kleiner Abtörner sein, aber man muss diese ganze verrückte Action einfach mal selbst erlebt haben, auch wenn man vielleicht nicht mehr als eine halbe Stunde am Stück spielen sollte, um nicht am Ende in einer Irrenanstalt zu enden. Solltet ihr trotzdem dort landen, könnt ihr mir gerne eine Postkarte schicken oder eine Brieftaube aussenden. Und da
das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.